Willkommen zurück zu Let's Play Bloons Tower Defense 5. Wie im letzten Part angekündigt, werden wir heute eine Herausforderung auf schwierig machen. Ich weiß noch nicht genau, für welche ich mich entscheide. Nehmen wir mal den Schädelberg. Der sieht schön interessant aus. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich habe Angst. Da bin ich ehrlich. Da geht's so. Okay. Hier werden wir definitiv eine Nadelfabrik packen. Wir fangen erstmal klein an. Machen wir erstmal zwei davon. So. So. Ja. Ich denke, das ist für den Anfang ausreichend. Gut. Und das ist so langsam scheiße. So, die dürfen jetzt erstmal nicht so weit durchbrechen. Rüsten wir erstmal den einen auf, damit der andere weniger zu tun hat. Und dann klappt das. Die Anfangs-Upgrades sind jetzt auch noch nicht so teuer, ne? Muss man dabei sagen. Jetzt ist der dran. Okay, die Musik ist jetzt nicht so geil wie die aus dem letzten Part. Die hier ist langweilig, aber das ist okay, denn alles daran. Ups. Ja, das ist schon ein schönes Spiel, würde ich mal behaupten. Ich weiß, der letzte Part, der war etwas kurz. Ich hoffe, das macht euch nichts. Denn... oh. Cool. Pro Runde lädt sich das hier auf. Kostenlose Nagelspiele. Das war das Upgrade aus dem letzten Part. Interessant. Okay. Ah, hier können wir sogar Schiffe platzieren. Die Map ist eigentlich voll cool. Ich weiß nicht, ob wir die auch schwer hinkriegen, aber... wäre nicht schlecht. Würde ich behaupten. Jetzt haben wir hier mal so ein bisschen Geld. Heißt, wir packen. Die wird dadurch ein bisschen teurer, ne? Weiterspielen bitte. So. Ist es mir wert? Ach, das ist eine Schlucht. Was sagt das doch? Hier können wir das hin machen. So ein Reißnagelwerfer. Ja, das ist ein schwieriges Ding und ich möchte es auch hinkriegen. Deswegen gehe ich hier etwas taktischer vor. Das heißt auch, dass der Part was länger werden könnte. Was euch, denke ich, sogar zugute kommt. Ihr freut euch doch immer, wenn längere Parts kommen. Ja. Ich weiß, der gestrige Part war, oder vorgestrige, ich weiß nicht, wann ich die Videos veröffentliche, wenn ich sie aufnehme. Der war nicht ganz so lang. Aber ist immer noch besser als gar nichts. Und, ja, kriegen wir schon hin, ne? Jetzt gucke ich mal hier oben ein bisschen nach einem Upgrade. Tarnblut. Ja, alles nicht so einfach. Das ist gerade sogar so langweilig, dass ich mir jetzt mein Handy schnappe. Falschen Code eingegeben. Und so lange ein bisschen auf Facebook rumgucke. Ob da vielleicht irgendwas Interessantes ist. Ja, gut, ich weiß. Ist jetzt nicht gerade professionell. Aber vielleicht steht da ja was Interessantes, über das ich reden kann. Ich zweifle es eigentlich sogar fast, aber... ach ja, ich sehe gerade von Super Mario, die Seite hat gepostet. Ein aberwitziges Nintendo DS-Abenteuer kehrt zurück und erzählt dabei eine neue Geschichte. Mario und Luigi. Ab
Teuer Bowser plus Bowser Jr.'s Reise erscheint nächstes Jahr für den 3DS. Ja gut, also das war nicht geplant. Dann werden wir jetzt doch nochmal eine Challenge gleiche Map auf Mittel machen. Ja, das war nicht geplant. So. Okay. Das ist etwas ausgeartet. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Nein, wirklich, das wollte ich nicht. Wie die da einfach durchgebrochen sind. Es geht doch nicht. Mann. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ja, bald kommt Mario und Luigi. Abenteuer Bowser Remake. Da können wir ja jetzt mal eben kurz drüber sprechen. Was halte ich davon? Joa, was soll man da schon von halten, ne? Ich meine, ob es das Richtige ist, von Nintendo das Spiel erst zu remaken und dafür zusammen durch die Zeit den zweiten Teil auszulassen, ich weiß ja nicht. Aber, da Abenteuer Bowser plus Bowser Juniors Reise, ne, ja erst 2019 kommt und Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions letztes Jahr kam, halte ich es durchaus für möglich, dass in diesem Jahr noch Mario und Luigi zusammen durch die Zeit plus whatever, plus die Toad Adventure oder was, plus die Toad Safari oder so erscheint. Also, würde mich nicht wundern. Mein Mario und Luigi Superstar Saga wurde ja auch letztes Jahr erst auf der E3, glaube ich, angekündigt, oder? Oder kurz davor, weiß ich nicht genau. Von daher halte ich es durchaus für realistisch, dass in diesem Jahr dann der zweite Teil noch kommt. Wie gesagt, ich kann es natürlich nicht genau wissen, ne? Es hängt natürlich auch immer davon ab, in welcher Laune Nintendo sich gerade befindet. Wollen wir das Spiel doch vielleicht so veröffentlichen? Ja, werden wir sehen. Ich muss mir erstmal noch den ersten Remake-Teil kaufen. Den habe ich nämlich noch nicht. Ich bin ja froh, dass ich, wie heißt das Ding? Dream Team Bros, genau. Das habe ich für ein 3DS von meinem Kumpel Tom bekommen. Danke dafür an der Stelle. Genauso wie Omega Rubin und Pokémon Mond. Zwei Spiele habe ich mir bisher selber kaufen müssen. Von meinen 12, die ich habe. Weil Tom hat mir einige gesponsert, was ziemlich nett ist. Ich glaube, ich werde hier nochmal irgendwie so ein Affe so ein bisschen verstecken. Für die Notfälle. Also so. Okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dass ich erstmal den aufrüste, bevor ich dann hier weiter gucke. Erstmal Ring of Fire. So. Jetzt haben wir viel weniger Leben. Na, ganz große Klasse. Worauf warte ich? Wo warte ich? War ich eigentlich stehen geblieben? Ja, also. Das wird schon. Bin ich mir sicher. Hier gibt's Geld. Oh Gott sei Dank. Du rettest mir den Arsch. Muss ich mal sagen. Der hat mir gerade den Arsch gerettet. Nur, dass der dann da oben regeln kann. Und jetzt gib mir Geld! Ich brauche den Ring of Fire. Danke. Jetzt kann ich mich hier um andere Sachen kümmern. Weil der regelt. Der regelt richtig. Ich könnte
erreicht er alles. Das ist gut. Da können die eine Bombe hinpacken. Nur so zur Sicherheit, wa? Ich hasse Tarnbluns. Tja, fast bis da gekommen. Bam. Muss natürlich auf diese Seite gehen. Boah, hat der krass viele. Egal. Egal. Dieser Part wird definitiv länger. War doch genau das, was ihr wolltet. Gebt es zu. Ihr wolltet genau das. Ich kenne euch doch, ihr Schlingel. Ich glaube nicht, dass sie da sehr hilfreich sind. Ich meine ja nur. Er macht das schon. Ich brauche jetzt erstmal eine Nagelfabrik. Brennende Nägel! Attacke! Das war wichtig. Die werden sonst durchgebrochen. Das ist so meine Absicherung am Ende immer. Und die brauche ich auch. Ist sonst nämlich kacke. Allerdings habe ich hier auch einen. Dann kann ich hier immer schön sehen, welche Runde ich gerade bin. Das ist auch nicht schlecht. Aha. So. Jetzt ist der erstmal so weit, dass der auch hier diese Kacke da, die Riesendinger, kaputt machen kann. Und jetzt sind wir so weit, dass ich erstmal da ein Schiff hinsetze. Weil Schiff ist auch immer eine gute Sache. Super duper schnell attackieren. Das klingt überzeugend. Oder aber ich mache erstmal noch ein U-Boot. Erstmal hier gucken. Habe ich noch gar nicht. Ist so. So. Nee. Dann rüsten wir das auch nicht weiter auf. Dann gehe ich jetzt auf das Schiff. Ja. Morbs ist immer gut. Ich dachte ja, Morbs ist immer gut. Dann könnten wir hier nochmal so einen packen. Dann auf die Windfähigkeit gehen. Auf den Wirbelwind. Zum Glück nicht die Pokémon-Attacke. Die ist nämlich scheiße. Gib mir Geld! Danke. Da brechen mir zu viele durch. Ich brauche einen Häcksler. Häcksel mir da alles weg. Ich sagte, häcksel mir alles weg. Gut. Der häckselt mir da jetzt weg. Ich packe hier nochmal einen Sonnenlinja hin. Die beiden regeln das dort. Ich gehe davon aus, dass ich diesmal schaffe. Hast du noch irgendwas? Ne. Also könnten wir ja theoretisch hier drauf sparen, ne? Oder hier? Ne, das wollte ich ja nicht, genau. Genau, wir könnten hier noch einen, der. Das ist gut. Immer eine teure Waffe. Teuer ist immer gut. Aber jetzt möchte ich erstmal das machen. Das, die Fähigkeit ist für mich jetzt wichtig. Jetzt ist er dran. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Falls wir mal durchbrechen sollten. Wird nämlich boom, boom gemacht. Und jetzt ist er dran. Nur zur Absicherung, versteht ihr? Heute machen wir auch kein freies Spiel. Ja, gut. Wie findet ihr dieses Spiel eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare.
Also ich finde das Spiel echt super. Hat zum einen auch eine Langzeitmotivation und das ist lustig. Also ich finde das Spiel lustig. Ohne Spaß, wir sollten das eigentlich hinkriegen. Und wenn nicht, mach ich BAM! Was? Oh, Moment. Bam! Kaputt. Mich wurmt trotzdem noch der eine, der da durchgebrochen ist. Ich könnte mal einen super Affen bauen, einfach weil ich kann. Easy. Gib mir Geld. Ich mach erstmal hier das da. Erstmal das teure. Ja, nee, okay. Unsere Reichweite ist immer wichtig. Bam! Zwei Runden. Die kriegen wir hin, bam. Juhu. Letzte Runde. Kriegen wir hier noch ein Upgrade für den Rhein? Natürlich kriegen wir. Bam! Wow. Yay. Geschafft. Wieder zwei Münzen. Wuhu. Gut. Dann danke euch für die Aufmerksamkeit in diesem leider etwas missglückten Start von dem Part. Was gibt's hier? Achso. Na gut. Alles klar. Bis zu einem weiteren wundervollen Part von Bloons Tower Defense 5. Ciao.